Du willst wissen, wie du unendlich viele XP in Rocket League Sideswipe haben kannst, dann bist du in dem Video genau richtig. Leute, ich weiß, das Video sieht jetzt ein bisschen komisch aus und dass man denkt, safe, lol, ist übel fake, what the fuck, das geht niemals. Habe ich auch gedacht, aber es funktioniert wirklich. Leute, wenn es bei euch funktioniert oder Leute allgemein, wir haben gerade die 6000 Abonnenten geknackt. Das ist auch nur nochmal ein kleines Special und ein kleines Danke für die 6000. Ihr könnt einfach unendlich XP machen. Ganz wichtig, Freunde, ich weiß nicht, ob das Ganze so legal ist, ob man das so machen darf, weil es ist halt Bug-Using, Glitch-Using, whatever. Und deswegen, Freunde, weiß ich nicht. Also, wenn ihr es machen wollt, macht es lieber nicht. Ich mache es jetzt nur, um auf den Bug aufmerksam zu machen. Vielleicht fixt dem Rocket League danach, nach dem Video auch. Aber damit könnt ihr unendlich viele XP sammeln. Alles, was ihr machen müsst, Freunde, als kleines Dankeschön, ist super gerne ein Like da lassen, ein Abo und die Glocke aktivieren, dass ihr keinen geilen Rocket League Sideswipe Tipps und Tricks mehr verpasst. Freunde, ich habe euch gesagt, schon immer, wer die Glocke aktiviert, verpasst nichts. Und genau die Leute, die das jetzt hier sehen, sind die Ersten. Und bei denen funktioniert der Glitch vielleicht auch noch. Aber ich würde sagen, Freunde, wir schnacken gar nicht lange drum rum und starten direkt rein mit dem krassesten Glitch in Rocket League Sideswipe. So, Leute, jetzt sind wir also in-game. Ganz wichtig, was für den Glitch relevant ist. Ihr braucht irgendeine Challenge. Ihr müsst eine Challenge abschließen. Wir nehmen jetzt hier die Challenge, wo man 500 XP bekommt. Alles, was ihr dann macht, ist ganz entspannt WLAN aus und Bluetooth aus. Das heißt, ihr drückt jetzt hier 20.000 Mal auf die Challenge, würdet dafür normalerweise nur 500 XP bekommen. Wir drücken jetzt aber so lange drauf, bis ein Verbindungsfehler auftritt. Das heißt, wir drücken. Wir sind jetzt gerade Level 4 und haben 247. Ich werde hier auch ganz wichtig keinen Cut reinmachen, dass ihr seht, das Ganze ist 100% real und funktioniert wirklich. Ich weiß nicht, es kann sein, dass der Glitch schon entfernt wurde von Rocket League. Jetzt ist es soweit, wir haben Verbindungsfehler. Dann drücken wir nicht auf OK, sondern schließen einfach die App. Wir schließen die App und starten sie komplett neu. Wir starten die App komplett neu. Ganz wichtig, WLAN und Bluetooth wieder aktivieren, sonst startet die nicht. Ihr startet die App neu. Dann, wenn ihr die App neu gestartet habt, wartet ihr kurz um die 2 Sekunden, dann seid ihr wieder drin. Dann geht ihr hier wieder auf Herausforderung. Ganz wichtig, macht wieder WLAN und Bluetooth aus und geht dann hier wieder. Wir machen mal 10 Mal. Wir sind gerade Level 4. Normalerweise wären wir gerade so Level 5 und kurz vor Level 6. Wir gucken mal, wie weit wir dann sind. Wir drücken noch ein paar Mal. 1, 2, 3 Mal. Und jetzt machen wir WLAN und Bluetooth wieder an. Und jetzt gehen wir auf oben auf den Pfeil zurück und wir sind Level 10 von direkt von Level 4 auf Stufe 13 gekommen, Freunde. Stufe 13. Einfach komplett nur mit dieser einen Challenge. Wir haben nichts anders gemacht und ganz wichtig, ihr könnt jetzt hier auch im Rocket Pass alles bis Stufe 13 abholen. Komplett easy. Wir öffnen mal kurz beide Bronzegeschenke. Es funktioniert einfach. Es funktioniert zu 100%. Hier war kein Cut drin. Es ist alles 100% real, Chat. Es ist alles 100% real. Leute, ich hätte es niemals selber gedacht, dass es funktioniert, aber es funktioniert einfach. Leute, ganz wichtig, macht es lieber nicht zu Hause nach. Es könnte nämlich sein, dass ihr deswegen gebannt werdet, whatever. Aber Leute, es funktioniert. Es funktioniert. Wir waren Level 4, jetzt sind wir Level 13. Und ich hätte es noch mehr machen können. Das könnt ihr mit jeder Herausforderung machen. Aber ich weiß nicht, ob das Ganze so von Rocket League vorgesehen wird. Deswegen kann es sein, dass ihr deswegen, dass es bald gefixt wird und nicht mehr möglich ist. Aber es ist zurzeit möglich. Leute, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Es ist nur ein ganz kleines Video gewesen, aber ich glaube, dass es sehr viele Leute interessieren wird. Leute, ihr habt gesehen, das ist komplett 100% real. Deswegen, Freunde, lasst super, super gerne dem Video einen Daumen nach oben da und teilt es mit allen euren Freunden. Leute, ganz wichtig, auch noch ein Abo da lassen. Wir wollen dieses Jahr noch die 6500 Abonnenten knacken. Wenn wir das schaffen, es wäre geisteskrank. Und natürlich noch die Glocke aktivieren, um kein so ein geiles Rocket League Sideswipe Video mehr zu verpassen. Ihr kriegt hier wirklich jeden Trick, jeden Tipp. Ich habe auch so viele geile Videos, die ihr euch alle reinziehen können. Vertraut mir, Freunde, es funktioniert alles. Danke für euren Support, danke für alle Likes, danke für alle Abonnenten. Und ich würde sagen, haut rein, viel Spaß mit dem Glitch und ciao. Ciao.